mein Gott, wir haben heute Sonntag. Es ist doch Sonntag. Warte. Nein, wenn der Episode nicht zuhört, wenn er nicht aufhört. Yo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Das war ein cooler Kamerawechsel. Willkommen zu diesem weiteren Video. Ja, ihr seht schon, ich bin nicht mehr in L.A. Ach, warte, das wollte ich eigentlich anders machen. Nein, ich wollte eigentlich so anfangen vor so Greenscreen, dass ich mich so an Venice Beach mache. So. Ja Leute, wie ihr seht, ich bin nicht mehr in L.A. Leider, leider, leider. Die Zeit da war sehr schön, aber es ist super lustig. Voll viele von euch dachten, dass ich bis vor kurzem noch in L.A. war. Ich muss euch etwas sagen, dramatische Musik, muss ich etwas sagen. Ich habe euch alle betrogen und belogen. Ich bin einfach seit 2 Wochen zu Hause. Nein, ich habe halt in L.A. so super viele Videos gefilmt und die habe ich dann halt nach und nach rausgebracht. Und ich bin halt wirklich seit 2 Wochen hier zu Hause und habe seit 2 Wochen nichts gefilmt. Deswegen entschuldigt bitte, falls ich ein bisschen langsam bin. Der gute David filmt heute ein bisschen für mich, weil ich wollte mal diese Third Person hier ausprobieren. Meine Oma ist gerade gekommen, die kommt nur so ein paar Mal im Jahr. Deswegen würde ich sagen, wir essen jetzt kurz einen Kuchen mit der. Let's go. Damn! You recording? Ich sah gerade aus wie der Typ aus It. So Leute, kleiner Taste-Test, weil die Tradition muss natürlich aus Los Angeles auch hier weitergehen. Dun, 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 dun. Meine Mutter hat mir vorhin so ein Bild von Monkey geschickt und da war er ein Kind, ja. Und ich will jetzt die Reaction von David dazu aufnehmen. Ihr seht das Bild zuerst. Gebt euch mal bitte diese süße Maus. Bist du bereit, David? Was? Das sieht aus wie so eine Russenmütze, ne? Das sind seine Ohren. Das war so vor einem Jahr. Was, so vor einem Jahr? Ja, so cute. Und zwar hat der liebe Monkey seit heute sein eigenes Instagram-Profil. Ich habe auf Instagram nachgefragt und die Nachfrage da war wirklich sehr groß. Und ich gucke mal direkt live auf den Follower-Account. Nein, Monkey, du sollst die Socke nicht essen. Dein. Dein. Nein. Nein. Nicht die Socke essen. Nicht die Socke essen. Dein. 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 Monkey, dein. Dein. Aber ich habe diese Story vor 45 Minuten, 50 Minuten ungefähr gepostet. Leute, der Live-Abo-Counter von @dieser_monkey ist einfach fast 700 Follower. Also meine Instagram-Community hat auf jeden Fall gekillt. Vielen, vielen Dank an alle, die schon abonniert haben. Und ich würde sagen, in dem Moment, wo ihr das hier gerade seht, guckt ihr mal in den ersten Link in der Videobeschreibung. Da wird sowas von wieder so ein Hänger reinkommen. Guckt ihr mal in den ersten Link in der Videobeschreibung. Da ist der liebe dieser Monkey verlinkt. Dieser Monkey, dieser Oscar, versteht ihr den Wortwitz? Yeah. Und dann folgt ihr dem mal bitte. Und ich würde sagen, bei 10.000 Followern überlege ich mir irgendwas mega krasses. Da mache ich irgendeine Challenge oder so mit dem Hund. Ist auf jeden Fall ein sehr hohes Ziel. Ich meine, ich habe selber knapp 100.000 auf Instagram nur. Nur. By the way, falls ihr mir da noch nicht folgt, was macht ihr mit eurem Leben? Alle coolen Kids haben mich abonniert. Nein, natürlich nur Spaß, aber würde mich natürlich freuen, wenn wir da die 100.000 Follower bald erreichen würden. Auf dem Monkey-Account werden so viele Bilder von dem Hund kommen und so ein paar Throwback-Bilder oder so. Und Leute, ich habe wirklich viele, viele coole Bilder geplant. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, aber ich will jetzt hier nicht den ganzen Vlog mit unserem wunderschönen Hund füllen. Wie ihr dem Titel dieses Videos entnehmen könnt, wollen wir uns heute das iPhone 8 angucken. Ich weiß noch gar nicht, ob die das überhaupt bei uns, also wir haben keinen richtigen Apple Store, wir haben so einen Retail Store, nennen die das. Ich weiß noch überhaupt nicht, ob die das bei uns überhaupt haben. Ich vermute aber schon, weil, wie manche vielleicht von euch wissen, ist das iPhone vor 4 Tagen oder so rausgekommen. Ich rufe jetzt einfach mal bei denen an und frage nach, ob die das gerade zum Anschauen da haben. Geht keiner ran. Alles klar, wir fahren trotzdem in YOLO. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Stadt. Vorher gehen wir aber noch ein Eis essen, David, weil unsere geliebte Eisdiele in unserem Ort, die beste Eisdiele bei uns, macht leider bald zu. Gönnen wir uns dann noch das letzte Eis, aber ich würde sagen, jetzt fahren wir erstmal mit dem Bus. So, wir haben leider die Bushaltestelle verpasst zu unserem Stamm-Eislokal. Aber der David, der hat mir ein neues Frozen-Joghurt-Lokal gezeigt oder empfohlen. Und da gehen wir jetzt hin und ich probiere das Eis mal. Das heißt, es gibt einen weiteren Taste-Test, schon den zweiten heute. Frozen-Joghurt. Yeah. Also mein lieber David, ich habe sehr, sehr hohe Erwartungen an dich. Ich probiere das jetzt zum ersten Mal. Also L.A. kann da halt schon nicht mithalten bestimmt, aber... Du meinst, das kann mit L.A. nicht mithalten? Ja. Kostet halt auch
Nur die Hälfte. Ich weiß nicht, Leute, ob ihr meine LA-Vlogs gesehen habt. Falls nicht, schaut bei dieser Playlist hier oben vorbei und ich verlinke euch auch direkt das Video, wo wir für 26 Euro Frozen Joghurt gekauft haben. Aber schlecht schmeckt das hier auf keinen Fall. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt endlich zum Apple Store, worauf ihr alle gewartet habt. Nein, warte. Nein. Nein. Oh mein Gott, wir haben heute Sonntag. Es ist Sonntag. Warte. Nein, wenn der Apple Store jetzt nicht zuhört. Wenn er nicht aufhört. Oh mein Gott. Nein. Nein. Digga. Da sind sie einfach. Es ist Sonntag. Ich bin so ein Vollidiot. Da stehen sie halt schon. Man sieht sie schon. Oh. Oh Leute, es ist einfach Sonntag. Ich bin so dumm. Das macht mich jetzt gerade wirklich mad. Sorry an David, dass wir jetzt extra dafür in die Stadt gefahren sind. Ich habe einfach eiskalt verpeilt, dass heute Sonntag ist. Und dann natürlich die Läden alle nicht offen haben, außer sowas wie Restaurants. Naja, ich würde sagen, dass ich dann morgen, wo Montag ist, obviously, weil heute ist Sonntag. Ich würde sagen, dass wir morgen dann mit Ben zusammen und David auch nochmal zum Apple Store gehen und uns dann die iPhones wirklich anschauen. Weil, wie manche von euch vielleicht wissen, ich habe vor ziemlich genau einem Jahr, als das iPhone 7 Plus rausgekommen ist, habe ich mit Ben mir das da auch angeguckt. Aber Monkey, mein Lieber, wie geht's dir denn? Geht's dir gut? Geht's dir gut? Ich würde sagen, wir schauen mal direkt, wie viele Follower der gute Junge hat. Manche, willst du mal sehen, wie viele Follower du hast? Komm mal her. Oder nicht? Hochnäsige Zicker. Dieser Manche, Leute, falls ihr noch nicht abonniert habt. Ja, moin. 1180 Follower, Leute. Könnt ihr das glauben? Manche, kannst du das glauben, dass du einfach 1180 Follower auf Instagram hast? Du bist ein Hund. Danke für euren krassen Support auf jeden Fall. Ich habe auch auf Instagram gesagt, ab 1500 Abonnenten kommt direkt das nächste Bild. Und wie gesagt, bei 10.000 lasse ich mir irgendwas mega krasses einfallen. Zugegeben, ich habe da noch keine Idee. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ich mit diesem Hund hier anstellen könnte, schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, und das war's jetzt erstmal mit diesem Vlog. Eigentlich sollte an dieser Stelle jetzt noch ein Retweet der Woche oder Zuschauer der Woche kommen. Das habe ich mir nämlich als neues Element dieses Vlogs ausgedacht. Und zwar poste ich immer auf Twitter, da heiße ich übrigens auch dieser Oscar, folgt mir da bitte. Poste ich da immer, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ich werde es jetzt so machen, dass ich unter allen Leuten, die diese Tweets immer retweeten, werde ich mir einen aussuchen und werde den dann jetzt hier einblenden. Jetzt gibt es noch keinen, weil ich habe diese Aktion noch nie gemacht. Dann würde ich sowas sagen wie, ja, vielen, vielen Dank an David fürs Retweeten. Danke auch an jeden Zuschauer von euch, der hier zugeguckt hat. Das wäre dann meine neue Abmoderation. Genau, ich weiß, füll mal hier ganz kurz runter. Hier ist so wahnsinnig viel Post. Und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der Post geschickt hat. Und ich schäme mich zu Tode, dass ich noch kein Video drüber gemacht habe. Aber ich schwöre euch, ich habe schon 2 komplette Videos abgedreht und war nie zufrieden damit, weil ich halt immer so 3 Pakete aufgemacht habe und dann war das Video irgendwie eine halbe Stunde lang oder so. Und ich muss mir da noch so eine richtige Art ausdenken. Aber ich habe mir jetzt gedacht, das wäre doch ganz cool. Viele von euch möchten, dass ich mal live streame und deswegen würde ich sagen, dass ich mir bis zum nächsten Vlog einen Termin ausdenke, wo es einen irgendwie 2-stündigen YouTube-Livestream oder so gibt. Da werde ich dann ein paar Pakete auspacken. Das wird niemals reichen für alle Pakete. Aber ich werde dann auch auf Instagram zum Beispiel livestreamen, wie gesagt, YouTube-Livestreams machen. Ich denke, das könnte ganz cool werden und vor allem lade ich die dann später auch hoch, sodass man sie auch im Nachhinein noch anschauen kann. Falls euch das Video gefallen hat, würde mich einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Teilt es auch super gerne mit euren Freundinnen. Dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Es wird sowas von in die Endcard kommen.